Nur Wasser deckt den Trinkbedarf. Stimmt nicht. Wasser hat viele Vorteile. Es enthält keinen Zucker wie Limos oder Säfte und kein Koffein wie Kaffee. Aber unser Körper nimmt Wasser aus allem, was wir trinken und essen. Mit der Nahrung decken wir rund ein Drittel unseres Wasserbedarfs. Trinken soll man etwa 1,5 Liter pro Tag. Alle Getränke zählen, auch Kaffee. Er wirkt kaum entwässernd. Mit den Getränken decken wir so etwa zwei Drittel unseres Wasserbedarfs. Alkohol zählt nicht, er entzieht dem Körper Wasser. Wasser hält die Haut jung. Stimmt nicht. Wenn der Körper mehr als etwa 3% an Flüssigkeit verliert, ist die Haut tatsächlich nicht mehr so elastisch. Das heißt aber nicht, dass man durch übermäßiges Wassertrinken glattere Haut bekommt. Jedenfalls hat das noch niemand wissenschaftlich nachgewiesen. Fest steht jedoch, im Alter bauen sich stützende Kollagene ab. Und Altern kann viel Trinken nicht verhindern. Viel Trinken schwemmt Schadstoffe aus. Stimmt nicht. Wer wenig trinkt, hat konzentrierteren Harn als Vieltrinker. Doch wenn wir mehr als die empfohlenen 1,5 Liter trinken, funktionieren die Nieren nicht besser. Die ausgeschiedenen Schadstoffe bleiben immer gleich. Viel Trinken kann jedoch bei Krankheit helfen, wie bei einer Nierenbecken- oder Blasenentzündung. Dann können Krankheitserreger tatsächlich ausgeschwemmt werden. Viel Wasser trinken macht schlank. Stimmt nicht. Oder nur theoretisch. Wer Wasser trinkt, verbraucht zwar ein paar zusätzliche Kalorien. Denn Wasser regt das Nervensystem an. Und bei der Erwärmung von kaltem Wasser auf Körpertemperatur verbraucht der Organismus Energie. Doch wirklich abnehmen lässt sich so nicht. Denn egal wie viel Wasser man trinkt, mehr als höchstens 100 Kalorien am Tag, das ist etwa so viel wie 3 Stück Schokolade enthalten, kann man dadurch nicht verbrauchen. Wer jedoch statt zuckerhaltiger Limos und Säften Wasser trinkt und so weniger Kalorien aufnimmt, kann tatsächlich Pfunde loswerden. Zu viel Wasser kann töten. Stimmt. Bei extremen Mengen. Wer in wenigen Stunden mehr als 5 oder 6 Liter Wasser trinkt, bringt das Verhältnis von Wasser und Salzen im Körper gefährlich aus dem Gleichgewicht. Eine Wasservergiftung droht. Die Nieren streiken, das Herz kommt aus dem Rhythmus. Wassereinlagerungen sind die Folge, auch im Kopf. Übelkeit und Koma drohen. Wasservergiftungen gab es tatsächlich schon. Zum Beispiel bei Trinkwettbewerben, wenn Menschen extrem viel in kürzester Zeit trinken. Es gab sogar Todesfälle. Also niemals zwanghaft mehrere Liter Wasser über den Durst trinken.